Hallo ihr Lieben, unter meinem letzten Video haben echt einige von euch auch gefragt, ob ich jetzt mal ein Video dazu machen kann, wie wir eigentlich unsere Hündin adoptiert haben und auch generell Nachhaltigkeitstipps mit Hund. Deswegen habe ich mir hier mal heute alles bereitgelegt, was mir dann so eingefallen ist. Und ich würde sagen, ich mache zuerst mal die Nachhaltigkeitstipps für den Hund, weil dafür sind bestimmt viele auf dieses Video gekommen. Und wen dann das interessiert, wie wir unsere Hündin adoptiert haben, der kann ja einfach mal kurz noch dranbleiben. Genau, was wahrscheinlich das ist, was die meisten beschäftigt, ist die Sache mit den Hundekotbeuteln. Wir haben zwei Optionen. Und zwar haben wir einmal solche Papierteile, gibt es von verschiedenen Marken mittlerweile. Die funktionieren so, also sind eigentlich ganz klein und dann faltet man sie auf. Und hiermit kann man dann so den Kot greifen. Man schlägt es nach innen um und kann es dann so halt noch ein Stück mit sich rumtragen bis zum nächsten Mülleimer. Das funktioniert eigentlich sehr gut, halt nur im hohen Gras nicht so gut. Also wenn es auf der Straße, auf flachem Gras oder Kies oder sowas passiert, dann lässt sich das sehr gut damit wegmachen. Aber im hohen Gras oder so funktioniert es nicht so gut. Und natürlich auch, wenn der Stuhl nicht fest ist, dann funktioniert es auch nicht. Es gibt aber richtig viele Öko-Hundebeutel mittlerweile. Also die habe ich jetzt auch einfach im Fressnapf gekauft. Die muss man jetzt nicht irgendwo speziell bestellen. Gibt auch verschiedene Marken. Die sind jetzt einfach aus Bioplastik. Das ist eigentlich auch nicht die Lösung, sage ich mal. Man kann natürlich auch einfach die recycelten Plastiktüten nehmen, die es an diesen Spendern gibt, die man überall bekommen kann. Aber mir persönlich sind halt diese Biotüten lieber. Die Rolle sieht dann übrigens einfach so aus. Kann ja mal eine Tüte abrollen. Also es fühlt sich eigentlich fast an wie normales Plastik, ist jetzt halt Bioplastik. Und der Hundekot, der muss sowieso in jeder Tüte, egal welche, in den Restmüll. Tierkot darf, zumindest bei uns überhaupt nicht, vielleicht gibt es da unterschiedliche Regelungen, nicht in den Biomüll oder sowas. Man könnte es noch auf dem eigenen Kompost oder so entsorgen, aber ansonsten muss Hundekot immer in den Restmüll, genauso wie Menschenkot übrigens. Und deswegen ist mir das mit den Biotüten dann tendenziell lieber, weil am Ende wird das meistens ja verbrannt und da entstehen wenigstens keine so großen Schadstoffe wie bei Plastiktüten, die verbrannt werden. Das ist so meine Herangehensweise, aber da gibt es bestimmt noch viele verschiedene andere. Man fährt auch ganz gut mit diesen Papierteilen. Die sind, glaube ich, ein bisschen teurer insgesamt, aber ja, es macht jetzt halt nicht so einen Riesenunterschied. Also ich glaube, man sollte sich jetzt nicht zu sehr darauf fokussieren, weil wenn es da halt mal ein Plastikbeutel sein muss, dann ist das halt so und das ist dann auch nicht so schlimm. Mein zweiter, ja eigentlich wichtigster Tipp, finde ich, ist, weniger ist mehr. Generell kauft man, glaube ich, für seine Hunde, genau wie das bei Kindern oft ist, immer zu viel oder man will ihnen halt was Gutes tun. Man will ja eh immer nur das Beste für sein Tier und sein Kind, hoffe ich. Und deswegen lässt man sich, glaube ich, oft verleiten, irgendwas zu kaufen, was man prinzipiell gar nicht braucht. Es kommt natürlich auch auf den Hund an. Unsere Hündin zum Beispiel kann überhaupt nichts mit Spielzeug anfangen, deswegen haben wir auch so gut wie keins. Aber es gibt andere Hunde, die fahren da total voll drauf ab. Und da habe ich jetzt leider dann nicht so die perfekten Tipps. Wenn ihr eine Quelle für nachhaltiges Hundespielzeug kennt, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen austauschen. Das Einzige, was wir haben, ist so ein, in einer sehr lustigen Form, so ein Kauholz aus Kaffeeholz. Das mag sie sehr gerne. Das macht sie gern. Sie sammelt sich auch am Strand immer irgendwelche Stöckchen und zerkaut die. Also das macht sie gerne. Aber ansonsten kann sie mit Spielzeug nicht viel anfangen. Was wir ansonsten für sie haben, sind zwei Geschirre. Wir hatten am Anfang eins, aber wenn das dann halt mal nass wird oder super dreckig, dann ist es ganz cool, wenn man noch ein zweites hat. Wir hatten für den Anfang ein Sicherheitsgeschirr. Die Marke heißt AniX. Die kann ich auch sehr empfehlen. Die hat, also das haben wir vom Tierheim direkt gekauft. Die benutzen die selber und finden die halt sehr gut, weil die vom Preis her noch okay sind. Man kann wohl viel mehr noch dafür bezahlen. Aber schön gepolstert und die Qualität stimmt einfach. Würde ich jetzt mal sagen, also ich habe nicht so viel Erfahrung da, aber es fühlt sich sehr wertig an. Und wir haben quasi nochmal fast das gleiche, nur in einer anderen Farbe, als Nicht-Sicherheitsgeschirr. Also nur mit einem, also das ist dann quasi hier abgeschnitten quasi, nur mit einem Bügel um den Bauch. Am Anfang wussten wir halt nicht, vor was sie Angst hat, ob sie vielleicht irgendwie mal wegrennt oder sowas. Und dann ist es ganz gut mit so einem Sicherheitsgeschirr. Und natürlich zum Autofahren braucht sie es, weil sie da angeschnallt ist bei uns und da auf dem zweiten Beifahrersitz mit sitzt. Ansonsten sind die wohl aber nicht so gut für die Schultern, hatte ich gelesen. Also Halsband ist wahrscheinlich besser.
Da haben wir eins geschenkt bekommen von Freunden, die eins hatten, was zu groß war. Aber ansonsten haben wir da auch einfach eins gekauft, ein zweites noch aus dem Tierladen, einfach was aus einem Naturmaterial war. Es gibt da natürlich auch viel Leder. Ist jetzt nicht so mein Fall mit dem Leder, aber ich bin halt auch Veganerin. Aber das ist halt natürlich schon sehr langlebig. Also ich kann auch verstehen, wenn sich Leute dann lieber Leinen und sowas aus Leder holen. Apropos Leine, die eine kann ich euch leider gerade nicht zeigen, weil hier die sitzt vorne mit dem Tristan am Strand. Aber wir haben uns eine anfertigen lassen. Das ist aber auch einfach so ein Gurtband von einer guten Freundin von uns, die einen Unverpacktladen hat. Und da drin ist noch ein Hundebedarfsladen. Und deswegen ist das so eine kleine Sonderanfertigung. Aber wir haben uns hier eben auch für Kunstfasern entschieden, einfach weil das leichter zu reinigen ist und nicht so schnell dreckig wird. Genauso wie bei der Schleppleine, die kann ich euch zeigen. Das ist, ich glaube, es sind 10 Meter. Und das ist so ein Silikon, was auch so reflektiert, was ich ziemlich cool finde, gerade jetzt, weil es oft schon früh dunkel wird. Und man kann die halt super gut abwischen. Sie wird nicht nass und man hat da nicht so eine nasse, lätschige Leine in der Hand. Deswegen habe ich mich da auch für entschieden. Das ist von Dogs Creek Outdoor Gear. Ist vielleicht nicht die super nachhaltigste Variante, war für mich aber die praktischste, einfach weil die halt sehr langlebig ist. Dann haben wir noch ein Regenmäntelchen. Weiß auch nicht, ob das jeder Hund mitmacht oder super findet, aber ich finde es ganz gut hier im Bus, wenn es mal in Strömen regnet und wir gehen spazieren, wenn ich dann keinen klatschnassen Hund hier drin habe. Und für sie ist das ja auch nicht schön, wenn sie super nass ist. Den macht man einfach einmal um den Bauch fest und hier einmal hier um den Hals. Und dann ist sie geschützt vor Regen. Fand ich ganz praktisch. Habe ich aber auch einfach im Fressnapf gekauft. Und ich habe zwei von diesen Näpfen. Das sind einfach Edelstahlnäpfe mit so einem Anti-Rutschzeug unten. Einen fürs Trinken, einen fürs Essen. Fand ich am einfachsten und am praktischsten. Dann haben wir noch ein Leuchtehalsband, was man über USB laden kann für abends. Viele Leute freuen sich da immer sehr, wenn sie uns damit sehen. Ich finde es einfach praktisch, weil man den Hund dann ganz gut sieht. Und der Hund sieht auch ein bisschen mehr, weil das auch leuchtet. Weiß nicht, ob man das braucht unbedingt. Aber gerade dafür, dass einen die anderen Leute besser sehen oder dass auch Menschen, die einem entgegenkommen, sehen, dass man einen Hund dabei hat, finde ich das ganz cool. Deswegen haben wir uns das geholt. Das hatten unsere Freunde auch. Die haben uns das empfohlen. Das ist von Trixie. Das ist auch so eine ziemlich bekannte Marke für Tierbedarf. Genau, das Einzige, was wir sonst noch haben, ist so eine Bürste. Mit Bambus, hat mich natürlich ein bisschen angesprochen. Wir hatten auch eigentlich noch so einen Furminator, heißt das, der das Unterfell, die Unterwolle richtig gut rausholt beim Fellwechsel. Haben wir aber, glaube ich, vergessen. Mal schauen, wie das hier im Bus überhaupt mit Fellwechsel dann ist. Vielleicht nächstes Jahr. Nächstes großes Thema ist dann Futter. Wir haben veganes Trockenfutter für Hedi. Ich will hier aber auch keine super Grundsatzdiskussion. Ihr könnt eure Hunde ernähren, wie ihr wollt. Ich ernähre meinen Hund so, wie ich möchte. Hier geht's gut, also alles wunderbar. Es ist generell absolut kein Problem, einen Hund vegan zu ernähren. Man muss es natürlich nicht, aber man kann es machen. Und wir haben einmal das Trockenfutter von Green Pet Food, Veggie Dog Origin oder so heißt es. Und dann haben wir noch das von Greta und sind mit beiden sehr zufrieden. Das von Green Pet Food ist fast leer. Und dann haben wir eben noch einen, ich glaube, 14 Kilo Sack von dem Greta mit dabei. Das wird natürlich nicht für die ganze Reise reichen. Da hatten auch einige schon gefragt, wie wir das überhaupt machen mit dem Futter. Ich koche für die Hedi oft selber und da gibt es so ein Pulver hier von Vegdog All in Velux. Das ist quasi das Gleiche, was in Trockenfutter drin wäre. Also da sind alle Nährstoffe drin, alle Vitamine, die ein Hund bräuchte. Und dann ist da eben ein Rezept drauf mit Tofu, Linsen, Gemüse, Obst und verschiedenen Ölen. Das stellt man dann zusammen, je nach Gewicht des Hundes. Und dann macht man noch was von dem Pulver dazu. Und dann hat der Hund auch eine vollwertige Mahlzeit. Die Hedi fährt total auf das selbstgekochte Essen ab. Und dadurch sparen wir halt Trockenfutter. Das gibt es dann halt nur mal, wenn wir nicht geschafft haben zu kochen oder keine Lust hatten oder sowas mal. Und dadurch reicht das hoffentlich bis zum Ende der Reise, weil sowas wie Linsen, Tofu und Gemüse kann man ja eigentlich überall kaufen. Und dann können wir der Hedi eigentlich immer was ganz Gutes kochen. Frag mich aber bitte nicht nach Rezepten oder sowas. Ich kenne mich da echt nicht gut aus. Ich benutze einfach von der Website von Vegdog die Rezepte und halte mich da ziemlich genau dran, damit sie eben alles bekommt, was sie braucht. Dann haben wir noch Leckerlis. Da gibt es mittlerweile auch echt eine große Auswahl. Einmal ebenfalls wie von dem Pulver von Vegdog. Das sind jetzt die Jerkies. Es gibt auch noch Beefies, Veggies und Dentals, glaube ich.
liebt sie alles, findet sie alles super toll. Und die sind eben, wie gesagt, auch vegan und riechen krass nach so Buchenrauch. Fährt sie voll drauf ab. Dann gibt es noch so richtig große Kauteile hier von Edgar & Cooper. Die haben auch ein veganes Trockenfutter, soweit ich weiß. Das haben wir aber nur einmal kurz ausprobiert. Und die liebt sie auch. Aber hier, die ist sowieso sehr unkompliziert, was Futter angeht. Und zum Beispiel von Jara gibt es auch so Hundekekse vegan. Ist auch ganz cool. Sind sogar bio. Ist natürlich alles in Plastik eingepackt. Man kann wahrscheinlich auch viele Leckerlis selber machen. Da fehlt mir jetzt hier auf der Reise der Platz und die Zeit und die Lust. Aber das würde ich, wenn wir irgendwann mal wieder eine feste Küche haben, dann auch gerne mal ausprobieren. Ansonsten noch ein kleiner Tipp, den ich auch nur weitergeleitet eigentlich bekommen habe von meinen Freunden. Es gibt ganz viele Hundbetten, die man nur bei 30 Grad waschen kann, was ich nicht so cool finde, weil es kommt halt auch mal vor, dass der Hund mal Pipi oder erbricht oder irgendwas und dann will man das, glaube ich, schon mal ein bisschen wärmer waschen. Deswegen haben wir ein Bett von Dr. Bark, heißt das. Ist ein bisschen teurer, ist auch ein orthopädisches, weil die Hedi ein bisschen älter ist. Das erzähle ich gleich nochmal. Aber das kann man halt bei bis zu 95 Grad waschen und ich finde das schon ganz cool, wenn man so ein Bett mal bei 60 Grad waschen kann, weil die Hunde machen sich halt auch mal dreckig oder es geht mal was daneben. Und dann finde ich das ganz praktisch. Dann ist es eben auch langlebiger, wenn es irgendwann ganz oll ist und man will, dann muss man es am Ende wegschmeißen und das macht ja irgendwie auch keinen Spaß. Genau, viel mehr haben wir gar nicht für unseren Hund. Generell könnt ihr natürlich einfach bei eBay Kleinanzeigen gucken, ob es da vielleicht was Gebrauchtes gibt. Bei uns muss es halt ein bisschen schneller gehen, weil wir die Hedi innerhalb von einer Woche bekommen hatten und dann haben wir uns fast alles halt einfach aus dem Tierladen geholt oder halt von Freunden ein bisschen was geliehen. Aber wie gesagt, eigentlich braucht es gar nicht so viel und deswegen ist das, denke ich, eigentlich kein Problem. Dann kommen wir jetzt mal zu unserer kleinen Adoptionsgeschichte. Wir wollten eigentlich schon ganz lange einen Hund haben, hatten aber nie Zeit, weil ich halt 40 Stunden als Erzieherin gearbeitet habe, Tristan studiert hat, also wir waren fast nie zu Hause und das wäre auch einfach nicht so cool gewesen für einen Hund. Und dann ist der Tristan fertig geworden mit seinem Studium. Ich habe nur noch bis Juli gearbeitet, damit wir dann reisen können. Und dann haben wir halt so ab März, April angefangen zu schauen, die Tierheime anzuschreiben, uns da auf so, wie heißt es, Selbstauskunftsbögen zu schreiben und halt hinzuschicken. Wir haben halt immer hingeschrieben, wir möchten ab September eine Europareise machen, der Hund soll mitkommen. Das heißt, wir brauchen einen Hund, der jetzt kein Problem hat mit Autofahren zum Beispiel. Also für einen Hund wäre das ja total blöd, wenn der die ganze Zeit sich übergeben müsste oder sowas. Dann würde das ja gar keinen Sinn machen. Und eben auch keinen Hund, der besonders ängstlich ist. Von einigen Tierheimen haben wir gar nichts gehört, aber viele hatten eben auch schon geschrieben, dass durch Corona super viele Anfragen da sind und sie deswegen eventuell auch einfach gar nicht antworten. Aber bei einem Tierheim haben wir dann eine Rückmeldung bekommen, das war das Tierrefugium in Hanau. Falls ihr da aus der Nähe kommt, können wir sehr empfehlen. Die kennen auf jeden Fall die Hunde sehr gut und können halt deswegen auch einfach gucken, wie es passt und können die gut einschätzen. Und dann haben wir halt immer mal, wenn wir online gesehen haben, es gibt neue Hunde, nochmal geschrieben, nochmal gefragt und gesagt, hier vielleicht der oder der Hund oder der. Und dann hat es dann zufällig bei der, damals hieß sie noch Heidi, gut gepasst. Die Interessenten, die da waren, waren mit ihr spazieren, aber meinten, es hat halt nicht so gefunkt. Und dann konnten wir unser Glück versuchen. Und ja, wir waren sofort verliebt. Ich kann euch ja mal ein Video noch hier einblenden von einem unserer ersten Spaziergänge. Das habe ich behalten. Und dann sind wir, glaube ich, am Ostermontag das erste Mal da gewesen, waren mit ihr spazieren und am Samstag darauf durften wir sie mitnehmen. Also wir waren jeden Tag da, waren mit ihr spazieren und dann haben wir sie mitgenommen. Und ein Ereignis will ich euch gerne beschreiben, weil ich das so krass fand an dem Tag, wo wir sie dann mitgenommen haben. Da meinten schon die Damen, die da im Tierheim gearbeitet haben, dass die Hedi schon die ganze Zeit ziemlich viel gehen würde und das ist wohl oft ein Zeichen dafür, dass die irgendwas mental verarbeiten und sie haben sich dann halt auch verabschiedet von ihr und man hatte schon das Gefühl, dass sie das jetzt irgendwie gerafft hat, weil wir sind dann noch ein Stück spazieren gegangen und sind dann zu unserem Auto und normalerweise nach dem Spaziergang ist sie immer schnurstracks aufs Tierheim zu, so wie, ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und an dem Tag hat sie das Tierheim mit keinem Blick mehr gewürdigt, ist dran vorbeigelaufen, ohne es anzugucken, also wirklich so und hat sich vor unser Auto gesetzt, so wie, ich komme jetzt mit euch mit. Und das fand ich so krass. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, es wird jetzt irgendwie komisch, wenn wir sie da mitnehmen und sie meckert dann vielleicht, weil sie da wieder rein will. Aber der hat das, irgendwie hat sie das verstanden, dass sie da jetzt nicht mehr ist und dass sie jetzt mit uns mitkommt. Und dann war es natürlich erstmal ein bisschen Eingewöhnung, ein bisschen gucken, wo lebe ich hier jetzt eigentlich. Die war ganz schön aufgeregt auch und hat am Anfang ein bisschen Magen-Darm-Probleme einfach, auch mit Futterumstellung und sowas.
Kann da auch alles mit reingespielt haben. Aber nach ein paar Tagen war das alles wieder fein und ist dann auch super gern spazieren gegangen. Und ja, wir sind super glücklich einfach, dass wir sie mitgenommen haben. Es ist echt sehr entspannt hier mit ihr. Klar, wenn mal jemand Fremdes zu nah ans Wohnmobil oder so hier kommt, dann bellt sie auch mal kurz oder knurrt mal. Also so ein bisschen Wachhund ist da irgendwie schon drin. Ah ja, genau, zur Rasse. Also keine Ahnung. Sie war vorher in Italien in einem Tierheim und ist halt wahrscheinlich mal ein Straßenhund gewesen. Vielleicht hat sie auch irgendwann mal jemandem gehört. Sie soll angeblich 10 Jahre alt sein. Sie verhält sich aber ein bisschen jünger, aber es kann trotzdem sein, dass sie 10 Jahre alt ist. Sie ist nicht so schwer, sie wiegt nur so 13, 14 Kilo. Deswegen sieht man, also Hunden in der Gewichtsklasse sieht man das später an und die werden auch meistens älter. Und generell sind so Straßenhunde ja auch robuster als so gezüchtete Rassen, sage ich jetzt mal. Und wir haben dann eben sie Hedi genannt. Sie hat eh nicht auf den Namen Heidi wirklich gehört. Und das hat mich halt so sehr an diesen Kinderfilm, an die Kindergeschichte erinnert. Und das fand ich irgendwie nicht so cool. Aber Hedi fanden wir passt super. Und genau deswegen kann ich euch auch keine Infos zur Rasse geben oder so. Ich glaube, ein bisschen Schäferhund ist da bestimmt mit drin vom Körperbau und vom Schwänzchen. Aber ansonsten wilde Mischung. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Sie ist auf jeden Fall kacksüß. Genau. Und ansonsten ist sie total entspannt. Sie liegt eigentlich fast den ganzen Tag auf dem Bett gerne. Sie geht super gern mit uns spazieren, auch 2, 3 Stunden. Das macht ihr gar nichts aus. Liegt aber auch mittlerweile sehr gern am Strand mit uns. Sie geht nicht gern ins Wasser, nur so ein bisschen mit den Pfötchen. Also Wasser, entweder sie hat es nie kennengelernt oder sie mag es einfach nicht, aber ist ja auch okay. Ist also kein Hund, der baden geht. Und ansonsten üben wir halt so ein bisschen an anderen Hunden vorbeizulaufen und halt ein paar kleinere Tricks, sowas wie Sitz und sowas, das kann sie schon. Aber genau, sie ist halt erst seit April bei uns, deswegen sind wir da noch einiges am Üben. Aber sie macht es wirklich richtig, richtig toll und ganz tolle Fortschritte. Und sie liebt Essen. Sie musste wahrscheinlich mal hungern und deswegen isst sie eigentlich alles und man muss immer ein bisschen aufpassen, dass sie nicht irgendwas auf der Straße isst. Genau. Also wir sind ganz, ganz glücklich, dass wir sie adoptiert haben und auch viele Leute haben ja Angst davor, einen älteren Hund zu adoptieren. Und ich meine, sie ist jetzt 10 und sie macht überhaupt nicht den Eindruck, dass sie 10 ist. Und wenn sie noch 5, 6 Jahre bei uns ist, sind wir glücklich. Und wenn es nur 3 Jahre sind, ist es auch okay. Aber ich glaube, sie wird noch ein paar Jahre mit uns machen. Und deswegen traut euch auch ruhig, ein bisschen ältere Hunde zu adoptieren. Genau, kann eigentlich nicht viel passieren. Noch eine kleine Info zur Adoption. Man bezahlt da eine Schutzgebühr, die liegt meistens so zwischen 250 und 350 Euro und unterschreibt halt einen Tierschutzvertrag und dann kann man die Tiere meistens adoptieren. Es gibt auch oft eine Vorkontrolle, dass eben die Leute aus dem Tierheim nochmal zu einem nach Hause kommen und sich das genau angucken, vielleicht auch ein paar unbequeme Fragen stellen, ob man denn zum Beispiel, wenn das Tier krank ist, genug Geld hat, um den Tierarzt zu bezahlen und sowas. Also ja, das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig und dass man sich das wirklich gut überlegt und nicht den Hund halt dann wieder abgeben muss, weil es halt eine Verantwortung für viele Jahre ist. Und wenn man in den Urlaub fährt, muss man den Hund entweder mitnehmen oder einen Ort finden, wo sie für die Zeit bleiben kann. Aber unsere Hedi kommt auf jeden Fall mit. Wir gehen nirgendwo hin ohne Hedi. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, entweder zur Nachhaltigkeit mit Hund oder auch zu unserem Hund, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich die noch beantworten. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen oder weitergeholfen und dann sehen wir uns im nächsten. Bis dann, macht's gut.